Herzlich willkommen zu einem weiteren Daily Shop Video hier auf unserem Kanal vom 4.5.2019. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, und wir gehen in den heutigen Item Shop rein. Also erstmal, wir sind heute zu dritt hier. Wir haben hier Besuch mit dabei, also heute eine Dreierrunde. So, jetzt gucken wir hier auf das neue Voting und Alter, das ist ziemlich krass. Also wir haben über 4000 Love It's, 955 It's Meh und 450 Hate It's. Ein deutsches Video, bitte erklär mal, was das bedeutet. Vielleicht wissen sie ja. Ja, also was kann man daran nicht verstehen? Daumen hoch, Daumen zur Seite und manche, Daumen nach unten. Manche verstehen das, weißt du? Daumen hoch gut, Daumen zur Seite okay, Meh und Daumen runter scheiße. Nope. So, also. Also, wir haben heute neue Items hier drin. Und, oh, das sieht ziemlich geil aus. Also, wir fangen aber auf der rechten Seite erstmal an. Wir fangen an hier unten mit der Hackweiser-Picke. Da unten mit diesem Schild. Ja, was haltet ihr davon? Tja, wenn man kein Geld für Spitzhacke baut, dann baut man sich eine. Okay, für 500 V-Bucks. 3 von 10, 5 von 10 als verdient. Ich denke auch 3 von 10. 3 von 10. So, dann schauen wir mal rein. Da haben wir momentan 3,6 von 5 bei 10 Votes am 24. Februar 2019 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 5 Mal nur 9 Reminders. So, Werkzeugeffekt. Boing, boing. So, dann haben wir den Fastball. Ich finde den richtig cool. Das ist dieser Baseball-Skin da und mit den Baseball-Handgranaten. Von mir kriegt Fastball 7 von 10. Ich denke so 6 von 10, weil ich finde diese Schulterschützung eigentlich ganz geil. 4 von 10. What? Was so schlecht? Ja. Also, ich sag mal so, ich bin immer härter bewerten als. 3,92 von 5 bei 24 Votes. Am 28. März 2019 das erste Mal drin gewesen, seitdem 3x37. Wenn ich 5 von 10 gebe, zählt es bei ihr gleich wie 8 von 10. Muss eigentlich so immer 3 Punkte machen. Breakdance! Wow. Das ist easy, habe ich mir gekauft, 10 von 10. Aber das war ein versehentlicher Kauf. Ich habe mir damals. Ja, ich habe damals im Shop rumgeklickt und hab mir den Breakdance angeguckt. Hab zu dem Rhythmus dann geklickt mit der Maus, total dumm eigentlich, und bin dann auf Kauf gekommen. Und ich habe dann versucht, den zurückzugeben, aber er meinte, das Zurückgeben-System noch nicht draußen. Ja. Okay. Aber ich bereue es nicht. Außer den bekommen. Aber du hast es schon richtig gesagt, also 800 V-Bucks ist ein bisschen viel, ne? Oder? Ist zu viel zum einfach so ausgeben. Ja, also dafür, dass es nur das hier macht, finde ich auch. Also ich meine, ich finde den ganz cool, aber 800 V-Bucks ist halt echt ein Haufen Holz für das. Ja, dann bewertest du die Teile nach den V-Bucks. Ich auch, nach den V-Bucks. Natürlich mache ich auch mit inzwischen. Ja, gehört mit dazu. So, also für 8, also ich finde den auch nicht schlecht. Ich finde den eigentlich ganz cool, aber für 800 V-Bucks finde ich auch ein bisschen krass. Deswegen kriegt er von mir 7 von 10. Von mir, der ist halt teuer, also 6 von 10. 6 von 10, okay. So, Breaking. Als ob es für Battle Pass hier ist auch eine Bewertung. So, 3,41 von 5 bei 29 Votes am 24. Februar 2018 das erstmal drin gewesen. Also, 27. Ich glaube, das ist der meistgehasste OG-Emote, den es überhaupt gibt. Wieso gehasst? Das ist Durchschnitt. 3,41. Das ist nicht gehasst, das ist Durchschnittsnote. Halt. Ja, Durchschnittsnote für normale Emotes, aber nicht für. So, dann haben wir den Wiggle, 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 Wiggle. Ich finde das Ding eigentlich, inzwischen ist es schon absoluter Kult. Ne? Irgendwo. Also 8 von 10 kriegt er von mir. 9 von 10, weil es einfach so ein Klassiker ist, der nicht mal teuer ist. Also 500 V-Bucks ist auf jeden Fall weniger als 800. Stimmt, ja. Also 500 V-Bucks für den Wiggle oder Wackeln. Und dann schauen wir da mal, was haben wir da momentan für Noten. Was ist mit den Leuten los? Hier haben wir nur 3,65 von 5 bei 26 Votes am 9. April 2018 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 20 mal 69 Reminders. Das war's. Was? So, Rick, hier diesen komischen Taucher, Tiefseetaucher, Wrackplünderer. Also stell dir mal vor, du rennst so auf der Map rum. Das sieht doch total beschwert aus. Also, manches ist ganz lustig. Ich finde den. Der hat Schwimmflossen!
So, also von mir kriegt der Teil 4 von 10. Oh, 4 von 10. Ja. Von mir kriegt er 2 von 10. Von mir 3 von 10. Für das Geld könnte man sich jetzt andere, viel besser aussehende Skins kaufen. Zum Beispiel der noch kommt jetzt im Shop. Also, hier haben wir 3,04 von 5 bei 27 Votes am 27. What? Juli 2018 das erste Mal drin gewesen. 10 Mal. 18 Reminders. Der Rack Raider für 1500 V-Bucks. Darlord Outfit wieder drin. Ja, ich meine, meine Noten habe ich dazu schon abgegeben. Keine Ahnung, ich gebe dem 7 von 10. Ja, sogar 8. Ich auch. Ich mag Starlord, also ich mag den Charakter aus Guardians of the Galaxy, deswegen. Ist geil auf jeden Fall, ja. Für 1500 V-Bucks der Star-Lord. Hier schauen wir mal, wie sind da die Noten. Hier haben wir 4,02 von 5 bei 45 Votes am 30. April 2019. Er ist ja vor kurzem drin gewesen, könnt ihr ja bei uns im Video dann auch sehen. Ich blende es oben rechts in der Ecke nochmal ein. Dreimal seitdem, 10 Reminders. So, dann haben wir das Tanzduell. Dazu haben wir auch ein separates Video. Wie findet ihr das Tanzduell für 500 V-Bucks? Ich finde das Ding relativ fröhlich, aber meine Benotung haben wir auch in dem Video mit oben rechts eingeblendet. Könnt ihr dann auch draufklicken, wenn ihr sehen wollt. 4,63 von 5 bei 32 Votes. Ja, das ist super. Ich fand's auch geil. So, am 30. April 2019 das erste Mal drin gewesen. Dreimal seitdem, 8 Reminders. So, dann sind wir hier auch schon. Ah, nee, Alter, der Gleiter, der ist so der Hammer. Di Milano. Allein dieser Effekt hier vorne, ich finde den krank. Wie gefällt euch das Teil? Nochmal? Nee, drehen. Der ist 8 von 10. Dem würde ich 9 von 10 geben. Der ist wirklich einer der besten Gleiter, den ich bisher in Fortnite gesehen habe. Also von mir nach wie vor glatte 10 von 10, schon allein wegen diesem Effekt da hinten. Ich war so geflasht von diesem Effekt. The Mileno hat 4,67 von 5 bei 24 Votes am 30. April 2019 das erste Mal drin gewesen. So, 3 Reminders für 1200 V-Bucks. So, dann sind wir hier. Ach, da gibt es ja noch diese Guardians. Die Guardians Axe. So. Von Guardians Axe. Ja, hier Guardians Axt, ja, ist egal. So. Für 500 V-Bucks, was gibt ihr da für einen Motor? Ich schlag mal das auf. Oh, what the hell ist das denn? Dreh mal bitte nochmal nach vorne. 6 von 10. Ich auch, aber das ist jetzt nichts, was so speziell an die Guardians of the Galaxy erinnert oder so. Es ist zwar schwierig, so ein Design dafür zu finden, aber. Dafür ist jetzt kein besonderer. 3,8 von 5 bei 16 Votes. Zum ersten Mal am 30. April 2020 drin. User Rift Reminders 5 und Occhi Resistance. Also wie auf dem Shop war. 3-mal. So, die Black Widow. Hammerteil. So, ja? 9 von 10. So, meine Benotung auch in einem separaten Video. Also 4,42 von 5 bei 43 Votes. Am 25. April 2019 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 4x 24 Reminders. So, haben wir noch was hier? Ach ja, oh, der Biss der schwarzen Witwe. Mit diesem geilen Elektroeffekt. Ja, wenn du die Dings hochmachst, sieht's besser aus. Hm? 10 von 10. 10 von 10? Ja, das ist echt 10 von 10. So, hier haben wir momentan, das ist Widow's Bite. 4,48 von 5 ja. Bei 27 Sports. Zum ersten Mal am 25. April ist doch noch drin gewesen. Deutsche Ferien, ey. 4-mal, klar, so 7 Reminders. Also, dann sind wir jetzt hier aber auch wirklich durch. Ah, die Pirouette noch, genau. Ja, die haben wir gekauft.
Die habe ich mir auch geholt. Ja, gut, 200 Emote. 200 V-Bucks Emote gibt es selten 10%. Gut, also ich muss sagen, gerade weil er nur 200 kostet, fand ich den ziemlich kultig und kriegt er von mir 9 von 10. Es ist halt erstens kein endlicher Emote. Den habe ich auch so schon gerne in der Lobby gemacht. Wenn irgendwelche Leute kommen und fangen da an, auf dich einzupicken oder so, dann mache ich den hier. So, ja. Das ist echt ziemlich gut, 7 von 10, weil erstmal ist es schön billig und zweitens... Er erinnert wirklich an den Kampfstil von Black Widow aus den Avengers-Filmen. 4,45 von 5 bei 22 Votes am 25. April 2019 das erste Mal drin gewesen. Seitdem viermal, klar, drei Reminders. So, dann sind wir jetzt aber auch wirklich durch. Und jetzt kommen wir zu den neuen Items. Und da sind Sachen dabei. Alter, ich habe es gesehen, aber ich war, was ist denn hier los? Wie krank ist das denn? Oh mein Gott, ich muss jetzt tatsächlich... Der Splitterbruch, eine neue Lackierung, animiert, sieht jetzt schon interessant aus. Ich weiß, dass morgen mal wieder... Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Oh, will haben. Geil. Oh mein Gott, sieht das Ding geil nicht aus. Nicht gut. Das sieht richtig geil 10, aus. 0 von 10. Oh, hört nicht auf ihn, nicht wegklicken. Kein D-Abo und kein Daumen nach unten, das sagt er nur so. So, Splitterbruch. Also von mir 9 von 10. Ich warte immer noch auf den Mega-Hammer. 9 von 10. 8 von 10, weil der sieht an manchen Waffen echt richtig gut aus und bei manchen Waffen eher so. Es gibt den Lava, habe ich schon gesagt, 11 von 10 gegeben, dem gebe ich 10 von 10. Jetzt muss ich mal gucken, wo der Teil überhaupt ist hier. Das ist. Bis jetzt gab es noch keinen. Alter Vater, ey, das ist schon eine richtig krasse Note. 5 von 5 bei 5 Votes. Uiuiuiuiui. Uses Rule minus 5. Also 5 von 5. 5 von 5, 5, 5, 5. Im Mai. So, kommen wir zum Arcana. Au, Hammerteil hier. Sieht echt crazy aus. Ja, für 1200 V-Bucks ein Hammergleiter. Erhebe dich auf geheimnisvollen Schwingen, Teil des gebrochenen Lichtsets. Was haltet ihr von den Dingen? Ja, das ist echt gut. Damit kommt nämlich die Zahnfee. Damit kommt die Zahnfee. Von mir auch 10 von 10 für das Ding. Und dann gucken wir mal hier. Auch 4,33 von 5 bei 6 Votes am 4. Mai 2019 ist erstmal drin gewesen. Sorry, können wir das schneiden? Regie bitte rausschneiden. So, Alter, das Ding ist mega krank. Ja, oh, guck mal die Effekte da. Ich weiß, da gehen dann nochmal, glaube ich, mal so. Ach du Scheiße, ist. Alter Vater, ist das crazy. Allein, guck dir mal das Backpack an. Ich weiß. Die Adern, die sind. Wenn Epic Games so ein krankes Skin rausbringt, tut das weh. Ey, das ist noch viel krasser als der Dark Bomber. Und der Dark Bomber ist schon cool. Ist schon, Alter, was ist das denn hier? Crazy. Das ist die Zahnfee höchstpersönlich. Das ist die Zahnfee Splitterflügel. Ein Durchbruch im Flugwesen, Teil des gebrauchten Lichtsets für 12 und vor allem für 1200 V-Bucks. Der kostet nicht mal 20, ja, sondern 12. Definitiv 12 von 10. Ja? Ja? 15 von 10. 10 von 10, das ist echt gut. Alter, ist das ein krankes Teil. Also, Splitterflügel. Splitterflügel. Dream heißt das Ding, ja, und da wundert mich gar nichts. Und vor allem auch schon jetzt so viele Noten, das ist echt crazy. 4,77 von 5 bei 13 Votes, jetzt schon. 16 Reminders, crazy. Jo, dann sind wir hier auch soweit durch und dann kommen wir zum nächsten neuen Skin, zum Luminos. Was haben die denn da für kranke Sachen heute drin? Aber ich finde sie besser, aber trotzdem. Das tut weh. Alter. Das sieht so episch aus. Krank. Also, von der dunklen Seite ins Licht, Teil des Interstellars. Jetzt für 15 V-Bucks, was gibt ihr dem für Noten? 10. Guck mal, erzähl mal den Deckel. Ja. Wow. Wow. Geile Effekte auch 10 drauf. 10 von 10. Ja, crazy.
Und da haben wir hier momentan von 5 bei 9 Votes. So. Und dann haben wir noch was. Die Astralt. Die ist oh. heftig. Für 1200 V-Bucks. Weh. Das wären 2000 V-Bucks. Wie viel kostet 2825? Wie viel kostet 2825? Ja, 10 von 10 von mir. Von mir auch. Für 1200 V-Bucks. Diese Mondklinge, so geil. Also auch auf jeden Fall 10 von 10. Crazy, crazy. Wie hört. Was passiert hier eigentlich? Aber wow, da ist jetzt kein so ein geiler Effekt drauf, ne? Noch, wie hört sich noch an, wie sich ist. Ja, aber der, da finde ich jetzt ein bisschen schade, dass da kein geiler Effekt, aber trotzdem 10 von 10. Du hast dich dann an der Pick ausgesetzt. Doch. Es fehlt noch so ein geiler Effekt, so ein Funkeneffekt oder so. 4,4 von 5 bei 5 Votes. Ja, Leute, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben, da schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit uns. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss. Achso, nochmal ganz kurz unten gucken. Love It's 4800. Mäh, 587. Hated 490. Geile Noten.